Die Energieversorger haben es derzeit schwer, mit kreativem Marketing zu punkten. Das Branchenumfeld ist so schwierig wie noch nie. Chancen stecken vor allem im Thema Energiewende. Ein Teil ist die Elektromobilität. Elektromobilität, jeder spricht darüber, aber man kann es halt irgendwie noch nicht selber erleben, selber erfahren. Und mit dem Thema E-Bikes ist es einfach eine Möglichkeit, das ganze Thema Elektromobilität anfassbar zu machen und auch selber zu erleben. Das Elektroauto ist immer noch nicht massentauglich, dafür aber das Fahrrad. Jeder Mann und jede Frau kann es benutzen. Einfach draufschwingen und losfahren. In 2011 konnten 3600 Menschen ein E-Bike für einen ganzen Tag kostenlos ausleihen. RWE macht also sein imaginäres Produkt Strom lebendig. RWE engagiert sich für E-Bikes, um das ganze Thema in den Alltag der Menschen zu integrieren als alternative Fortbewegungsmethode. Und wir freuen uns, dass wir in 2011 so viele Menschen begeistert haben. RWE macht das E-Bike als massentaugliche Alternative zum Auto sichtbar. Vor allem im Stadtverkehr und auch für ältere Menschen ist es ein tolles und ökologisches Fortbewegungsmittel. Gerade hier in der Region, wo sie eben Mittelgebirgslandschaft auch haben, dass es doch auch Menschen dazu bewegen kann, das Fahrrad mal zu benutzen, wenn die hinderlichen Berge einfacher sind zu überwinden. Das sage ich ganz pragmatisch, auch aus eigener Erfahrung. Und von daher räume ich da eigentlich eine große Zukunft ein. Die Zielsetzung der Kampagne bestand aber nicht nur darin, das Thema Elektromobilität voranzubringen, sondern auch die Städte und Gemeinden im Versorgungsgebiet zu begeistern. Als Netzbetreiber ist RWE ein positives Image bei Verwaltung und Politik sehr wichtig. Und so wurden bislang 450 E-Bikes an die Kommunen übergeben und 220 Ladestationen installiert. Wir haben sehr viele E-Bikes und E-Bike-Ladestationen auch in die Kommunen reingebracht, haben die Kommunen dabei unterstützt, was das ganze Thema Stadtentwicklung angeht, auch das Thema Tourismus, also Heimat erfahren, haben viele Möglichkeiten den Kommunen geboten. Und von daher, ich bin gespannt, also gerade jetzt ein Jahr danach werden wir natürlich sehen, was ist in den Kommunen passiert. Und anhand des E-Bike-Kommunen-Awards haben wir schon viele innovative Projekte gesehen, was die Kommunen damit machen. Von daher ein sehr gelungenes Geschichte. Damit die E-Bikes im Alltag ihren Platz finden, musste vor allem Pionierarbeit geleistet werden. Die Beamten erledigten zum Beispiel ihre Dienstfahrten mit dem Rad. Kommunen haben das ganze Thema genutzt, beispielsweise natürlich zum einen klassisch für Verwaltungsaufgaben, zum anderen aber auch, dass sie das halt Hotel zur Verfügung gestellt haben für Tourismus. Eine innovative Geschichte, die ich ganz toll finde, ist das Elterntaxi. Da hat eine Kommune Eltern die Möglichkeit geboten, ein E-Bike mit Anhänger für sein Kind oder ihr Kind dann entsprechend den Eltern zur Verfügung gestellt, damit diese einfach das Auto zu Hause lassen, weil das ist der Kernzielthema natürlich. Auto mal weglassen, ein E-Bike nehmen und das sind einfach ganz viele tolle Geschichten, die in den Kommunen umgesetzt wurden. Und wir wollten seitens RWE einfach die Kommunen dabei unterstützen. Die RWE Deutschland AG war das erste Energieunternehmen, das sich dem Thema Elektromobilität annahm. Mittlerweile haben die drei großen Wettbewerber und viele Stadtwerke nachgezogen. Erst musste RWE die E-Bike-Kampagne in den Kommunen anbieten. Jetzt übersteigt die Nachfrage die Kapazitäten. In 2012 ist das Verleihangebot bereits ausgebucht. Den Ritterschlag für ihr Engagement erhielt die RWE Deutschland bei der diesjährigen Energiemesse eWorld. Ja, in die Tagesschau, das war natürlich Highlight. Letzte Woche war die eWorld. Bei der eWorld haben wir auch einen E-Bike-Parcours aufgebaut. Und die Tagesschau hat das Thema aufgegriffen, das Thema E-Bikes als Teil der Elektromobilität und hat unseren Parcours gezeigt. Und das, ja, was will man Besseres, als dass wir in der Tagesschau erwähnt werden und auch noch gezeigt werden. Die regionale Kampagne E-Bikes on Tour ist nachhaltige Elektromobilität zum Anfassen. E-Bikes sind zeitgemäß. Sie helfen Energie und CO2 sparen und sind dennoch ein attraktives und preiswertes Fortbewegungsmittel. Die Auslastung der Verleihkapazität in 2012 zeigt, dass RWE einen Trend gesetzt hat und die Befragung von Politik und Verwaltung in den beteiligten Kommunen hat beste Ergebnisse gebracht. Bei E-Bikes haben wir einfach gemerkt, dass wir genau im Kern getroffen haben, dass wir sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei den Kommunen einfach eine tolle Geschichte in die Region reingebracht haben. Deswegen würde ich sagen, ja, wir sind einen Tacken besser. Und die anderen müssen mal zeigen, ob sie in der Tagesschau waren.